So. Die nächste Etage dieser tollen. Ich hoffe, das brauche ich nicht. So, jetzt sind wir auf jeden Fall erstmal in der nächsten Etage dieser Stage und ich habe natürlich. Bin ich gleich wieder verflucht. Was auch sonst. Und diese Viecher, das sind so ziemlich die nervigsten Gegner, die ich kenne, Alter. Das gibt's gar nicht, diese. Otzen. Marionette. Kann man eine Jogorette haben, aber direkt in den Hintern. Ja, also für mich mit das Nervigste, da sie bei großem Unterschied vom, ja, vom Level trotzdem verhältnismäßig viele Treffer abkriegen müssen. Und ich bin zum dritten Mal verflucht. Weil sie total unkoordiniert fliegen, die Mistge. Boah, das gibt's ja gar nicht. Bescheuert. Super, jetzt habe ich fast Geistnetz im Aufladen. Noch so ein Arschloch. Und noch einer. Meine Fresse. Also das ist jetzt aber eine schnelle, eine harte Schaltung hier. Also ein starker Kontrast. Vom Schwierigkeitsgrad der Gegner, die jetzt mal eben kommen. Ho, ho. Und das geht nochmal die ganze Etage hoch. Guckt euch das an. Nochmal genauso viele Räume wie eben gerade. Das gibt's nicht. Das packe ich ja nie im Leben. Wisst ihr nicht mal, ob ich die nächste Etage überlebe? Boah. Leute, Leute. Was muss ich denn hier haben? Level 99? Also ich gehe erstmal wieder. Das hat ja keinen Sinn. Oh, und jetzt sind wir mal hier rausgekommen, okay. Und direkt in den Safe Point. So. Gut, da geht es jetzt mal voran um unseren Weg, denke ich mal. Bewegen wir uns erstmal. Höheren Regionen. Ja,
Gelevelt haben wir ja ein ganzes Stück weit. In der Arena haben wir auch schon dreimal oder zweimal. Versuchen wir also weiterzukommen. Manche Gegner abziehen muss, oder? Alter Schwede. Der Energie mache ich natürlich nicht. Wir hatten hier oben die Boss-Tür. 1, 2, 3, 4 Videos hier vor diesem. Ich werde jetzt nochmal kurz zum Speicherpunkt laufen, also dort, wo Lalahan ist. Und dann hier wieder her zurückkommen. Und ja, dann machen wir den Boss. Level up. Immer gerne. So, dann wären wir auch gleich da. Macht mir nicht lustig.
und denkt wahrscheinlich total übertrieben, wie oft der speichert, dass er sich wieder auflädt. Aber nein, die Spielfeld fährt gerade ganz einfach irgendwie an und wird dann mal eben zum mittelschwer als Schwierigkeitsgrad oder schwer. Denn was du hier teilweise an Energieverlust ist, ist unglaublich, da du dich nicht aufladen kannst. Also könnt ihr mal ausprobieren. Das Spiel an sich lohnt sich sehr, aber schon ein paar unfaire Schwierigkeiten drin. Was ich hier festgestellt habe, ist, dass die normalen Gegner in den Stages teilweise schwerer sind als die Endgegner. Was schon ziemlich arm ist. Da wir. Oh, verdammt nochmal! Da wir uns ja nicht in irgendwelchen Bonus- oder Geheimstages aufhalten, sondern in den ganz normalen, Levelverlauf spielen, dass da die Gegner stärker sind als der Endboss, ist schon ein bisschen. Naja. Stirb, du Penner. Die Unverwundbarkeit hier ist übrigens gut. Problem ist, dass ihr verliert rapide schnell Mana dabei. So, den nehmen wir auch noch mit. Oh, und das ist you. Nathan, endlich bist du angekommen. You, geht's dir gut? Ich dachte, du wärst tot. You, was machst du? Ich will dich töten, um mir selbst zu beweisen, dass ich drücke gerade ein bisschen schnell. Um mir selbst zu beweisen, dass ich der bessere von uns beiden bin. Und deswegen will er uns töten. Und anscheinend hat er sich entschlossen, Dracula zu dienen. Weil er befindet, dass das eine bessere Sache ist, als mit seinem dummen Meister um sich gegenzueiern. Und das ist genauso wie beim letzten Endboss, er zieht uns auch nichts ab. Ja. Total bescheuert. Er hat aber, wie man sieht, lustigerweise die gleichen Sachen. Und oh, da haben wir schon die, hat er schon die erste Form noch hinter uns. Oh Mann, wie billig. Hör auf, you. Ich will dir nicht wehtun. Na dann. Ich weiß. Bist du wieder du selbst? Nathan, es tut mir leid. Ich werde überdrüssig. Hm? I
als mein Vater dich für denjenigen auserkoren hat, habe ich mich minderwertig gefühlt. Ja, gut, und dann haben wir das gleiche wie immer, Leute, ja. Dann entsteht aus dem Neid Hass und schwupps wollen sich die Leute an die Gurgel. Und er versteht halt nicht, warum sein Vater ihn gewählt hat als, als den, der hier alles schmeißen kann quasi und nicht seinen eigenen Sohn, Duke Baldwin. Tja, Duke, wahrscheinlich, weil du es nicht so drauf hast wie wir. Aber er empfindet Schuld. Jetzt geht es erstmal daran, Vater zu helfen, das sagt er auch gerade. Und wir schließen wieder Freundschaft und versuchen unseren Vater zu finden. Gut. Schlagen kann ich ihn auch nicht mehr. Dann war's das jetzt erstmal. Bis gleich.